Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Black and White 2. Es geht wieder weiter. Das letzte Mal haben wir uns ein bisschen noch weitergebildet und jetzt haben wir den ganzen Platz aufgebracht und wissen nicht mehr wohin. Deshalb haben wir erstmal einen kleinen Test am Laufen. Ob man da irgendwas machen kann. Schlafen die? Ist hat eine Peitsche in der Hand? Ja, ich weiß, dass sie Sklaven sind, aber... Könnt ihr die Mauer da draußen nicht irgendwie bauen? Ich würde gerne die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen. Gut, Zeichen in Sand. Am Fuhlenzen, wer ist da am Fuhlenzen? Ne, wenn man der 61 ist. Bogen schön, sie sich gegenseitig prügeln. Okay. Im Ernst noch so aus, als ob die was bauen will. Und ja, ich weiß immer noch, dass wir kein Erz haben. Aber das nächste Erz vorkommen ist. Und da oben ist es ganz weit weg und hier unter ist es. Genau so weit weg. Hm. Und auch hier wäre eins. Hier oben ist keins. Hm. Schade. Und Baumeister ist es hier unten, das klingt schon mal gut. Das könnte noch eine Weile dauern. Ich weiß, dass wir Häuser brauchen. Theater wäre noch eins. Wer will das kaufen? Ich brauche noch 30.000 dafür. Das ist einfach zu viel des Guten. Hier habe ich noch ein bisschen Erz. Ja, ignoriert uns einfach. Wir sind hier nur eine Mauer am Bauen, damit ihr verliert. Jetzt weiter dabei. Da sieht man schon, dass ein paar rausgehen, um zu bauen. Will er sogar auch noch helfen, oder was? Wo ist der überhaupt? Dort hinten. Geht's dir gut? Nein, geht's nicht gut. Habt ihr so euer Erz endlich? Ihr könnt bauen, solange ihr wollt. Solange ihr kein Erz habt, nützt es nichts. Da kommt wieder jemand mit dem Erz. Da ist wieder jemand, da ist wieder jemand. Hm. Irgendwie nur hier rauskommen. Das könnte noch problematisch werden. Na gut, ich kann ja auch die Mauer hier dann niederreißen hier oben. Dann habe ich genügend Platz. Die Mauer ist so gut wie fertig. Gut. Doch das Teil kommt da kann ich anfangen da oben runter zu reißen. Wenn die hier von dieser Seite kommen wollen, dann können sie das machen, das braucht eine Weile. Aber zuerst muss das Teil hier noch fertig werden. Und wer von euch hat die Rohstoff? Niemand, aber da geht jemand mit den Rohstoffen weg. Nice!
Das macht ihr richtig gut. Du siehst noch ein bisschen jünger aus. Naja. Das ist ein Thema, siehst noch jünger aus. Man sieht einfach nicht, wie alt die sind. Fünf Männer, drei Frauen. Wo gehen die jetzt hin? Also sie gehen da oben bauen. Schöner Vogel, oder? Irgendwo in der Nähe ein bisschen Erz wäre zwar auch schön gewesen, aber man kann halt nicht alles haben. Wieso gehen die jetzt alle dort runter? Niemand baut mehr hier fertig. Oh, die ersten sind bald da, die ersten sind bald da und das nützt ihnen nichts, weil sie nichts haben. Ja, ich weiß, dass ihr Häuser habt. Braucht. Zufriedenheit in der Sechs. Wegen dem Namensbrunnen. Ja, das bist du für eine 46-Jährige. Bekehrter Brüter. Alles Wald. Ah, doch, da versuchen sie zu bauen und da kommt einer mit Rohstoffen. Und wie viel transportiert er? Zwei Hunde können die transportieren. Ist schon ein bisschen was. Jopf, da kommt dann das letzte. Hier unten kommen die nicht gerade wirklich voran. Wo ist der erste mit den Rohstoffen? Dort ist jemand. Dann dort noch jemand. Das heißt, die eine Mauer ist fertig. Dort ist noch jemand. Und kommt schon noch jemand. Dort, das sollte reichen. Ich weiß, freier Wille. So, bist du fertig? Jupp. Nice. Das hier lasse ich lieber noch. Ich mache einfach hier oben auf. So, ich kann wieder was bauen hier unten. Die Obdachlosigkeit ein wenig einzuschränken. Ich will doch gucken, wie viele Villen und so ich habe. Okay, Villen habe ich mehr als genug. Ich muss jetzt anfangen, Landhäuser zu bauen. So viel eher, man kann es schon fast sehen.
viel Holz. Oh, falsch. Diese wollte ich auch nicht heilen. Jetzt sind die Bäume geheilt. Yay. Das hat sie so gebracht. So, mit dem Sirenenwunder hätte ich wahrscheinlich schon gewonnen, aber ich hab's ja nicht. Baut mal die Gebäude hier und das Teil haben dann noch fertig. Da kommt wieder jemand. Ah, oh, da kommen ganz viele. Das sollte reichen. Da ist ein Spielzeug auf der anderen Seite, tut mir aber leid. Falsches Teil. Ja, mal legen sie ihn ins Gehege. Ich habe ihn angehalten, also sie ist fertig, was sie fahren wollten. Irgendwie irritiert mich, dass das und so weit ist und da hinten das Teil und da gar nichts. Holz solltet ihr genug haben, das sollte kein Problem sein. Langsam baue ich mich aus. Aber wirklich langsam. Hier habe ich sogar neues Grünzeug. Yay. Aber bis da komme ich wahrscheinlich gar nicht, dass es schon vorher fertig ist. Komme ich nicht hin. Ich bin deprimiert. Oh, sorry. Ich bin deprimiert. Deswegen schlage ich dir. Wenn man klopft, kann man die Leute, die da drin sind, rausholen. Du bist ja 77. Bekehrter Brüter. Ich sah es gerade so aus, als ob er extrem gewachsen wäre. So extrem lange Beine hat er. Hat er schon immer gehabt? Hm. Ich weiß nicht. Ich brauche noch ein größeres Baukommando.
Bekehrte Baumeister. Bekehrte Baumeister. Bekehrte Baumeister. Warte mal, ist einer von denen gerade in Krieg gewesen? Ach nee, einfach ein bisschen alt. Wie alt muss man sein, damit man als alt gilt? Das will ich sehen. Komm schon, ich will sie aufheben. Ich konnte es vorher auch. Und wie alt bist du? Kann es sein, dass du kein Bewohner von mir bist? Ja, ich merke schon, dass ich da unbedingt ein Lagerhaus brauche, weil die Rohstoffe so weit hinten sind. Lol. So, da. Es bringt die Rohstoffe hier hin. Die Mauer dort ist auch fertig. Und es sieht nicht so aus, als ob mich irgendwie angreifen will. Da geht es mir momentan recht gut. Die klang viel jünger, aber egal. Veredler, der will sehr alt sein. Jupp. Vielleicht sind hier eigentlich schon tot. Zwei. Bekehrter Bauer. Ja, einfach ein Baum in der Wüste. Wie sieht's aus mit dem Erobern? Oh, 900 nur noch. Und ich habe schon 702 Obdachlosigkeit. Das heißt, es dauert überhaupt nicht mehr lange. Und ich weiß, dass der Part bald zu Ende ist. Aber ich mache in diesem Part noch dieses Gebiet fertig. Also macht es ein bisschen schneller. Nope, ich habe nicht viel Holz. Nein, nein, gar nicht. Überall ein bisschen Holz abgeben. Einfach mal ein bisschen schneller geht. Jedes Haus macht nicht nur den Eindruck, den oben steht, sondern auch noch Obdachlosigkeit weg. Das heißt, es geht recht schnell. Die Griechen sind stark. Wir müssen die Opferstätten bewachen. Zieht euch zurück und sichert die Opfer. Sofort! Die Griechen wähnen sich siegreich. Doch das ist nur ein Vorposten. Die Armeen, die befestigten Städte, die Mächte, die sie im nächsten Land erwarten, werden sie vernichten. Geschafft. Wir haben dem Land getrotzt und den Azteken getrotzt. Und wir haben gewonnen. Na klasse. Ihr könnt bleiben oder mit einem Klick auf die goldene Schriftrolle in das nächste Land reisen. Ich hätte gerade noch eine Ladung Obdachlosigkeit dazu gewonnen. Mog ist gefallen. Wir werden sie rächen. Das wollte ich noch bauen. Das restliche Holz hier reintun.
So ist irgendeiner von euch da hinten das richtige Alter. Was sagt ihr zu 20-Jährigen? Er ist süß, aber viel zu jung für unser Ritual. Da! Er hat wundervolles Haar und ein liebliches Lächeln. Er steht aufrecht, aber er nützt uns nichts. Oh nein. Ich hab Angst. Ich will nach Hause. Ein 20-Jähriger. Ich hab Angst. Ich will nach Hause. Wo ist der jetzt gerade hingerannt? Sehen Sie, alle Leute sind hier. Das heißt, er müsste jetzt hier irgendwo durch das Wasser laufen. Ich finde ihn nicht. Ist das ein Baum im Wasser? Oh. Du bist eine Frau. Du bist ein Mann. Das klang eher wie eine Frau, oder? Eine Frau. Eine Frau. Das ist eine Frau. Das ist ein Mann. Das gut. Es kommen schon. Was soll das? Du kannst mich doch nicht hier lassen. Oh nein, lasst mich! Geht weg! Ich glaube, das ist die falsche Seite. Das geht schon. Du musst nur fester drücken. Jupp. Das ist eigentlich eine Mission für Böse, aber sie macht Tribut. Deswegen warum nicht? Und ob ich es Böse dazu gewonnen. Na ja, wir sind das Teilchen da. Man kann das Amphitheater gleich mal drauflegen. Jetzt habe ich gerade noch eine Überlegung. Bewässer jeden Tag deine Felder, ja gut. Erreiche eine Bevölkerung. Ja, die habe ich jetzt dann gleich, sobald die sind. Das habe ich auch noch. Oh, die Kreatur hat das vorhin geschafft. Also wenn ich die jetzt da in mein Dorf nehme, habe ich eigentlich so ziemlich jede Mission geschafft. Ich mache das noch kurz, die in mein Dorf nehmen und dann ist der Part zu Ende. Wie gesagt, ein bisschen längerer Part, aber was soll's. Ganz schnell wieder fallen lassen. Komm schon, sind noch 81. 80. Dankeschön. Sind jetzt die anderen in Garantie? Müssen wir das so aktivieren, dann. So, und jetzt sind die schon da vorne. So wie wir es kennen. Bevölkerungszahl von 1000 erreicht. Und alles wenn nur in der Nacht angreifen und so, habe ich alles auch erreicht. Also bin ich das nächste Mal, also bin ich jetzt hier den Part und das nächste Mal dann gleich das Level. Doch hier bitte erstmal Leute, Headshow.